Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus dem Oxbow. Ich sehe gerade, da hinten ist noch eine Quest. Die habe ich noch gar nicht gesehen und irgendwelche Handelsware ist ausgegangen. Jetzt gucken wir aber gerade mal wegen der Quest. Das müsste er hier sein. Nee, ist er gar nicht. Ist das hier einer der Fischer, der Schäfer. Den Zaun muss ich auch noch bauen. Ja, Olaf, kann ich dir bei etwas helfen, mein Lieber? Da ist mein Mauszeiger. Die wäre nach was Süßem. Dann solltest du vielleicht einen Kuchen essen oder eine Tarte oder... Nein, 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 nein. Alles lecker, aber langweilig. Ich will was anderes. Er will den Lavendelhonig. Okay. Dann gehen wir mal welchen kaufen. Okay. Hi, Filiberta. Und wir müssen gerade mal gucken, welche Handelsware ausgegangen ist. Für Rohstoffe. Zinnerz. Ja, das macht Sinn. So. Und dann gucke ich mal. Ich wollte ja jetzt noch das Zeichen des Sees oder das Denkmal des Sees oder was war das? Gucken wir gleich. Ich muss eh gucken. Säule des Sees, genau. 2 Eisenmesser, 5 Holzhämmer und 10 Holzstämme. Interessantes Material, das man da braucht. 2 Eisenmesser, 5 Holzhämmer. Habe ich überhaupt welche? Nö. Und 10 Holzstämme. So, dann machen wir gleich mal 20 Holzstämme. Dann kann ich nämlich noch die Holzhämmer. Oh, wir brauchen jeweils 10 Stücke. Das heißt, ich brauche 50 Stücke noch. Das waren doch mehr Stücke, als ich dachte. Aber wir haben genug. Und die Münzen brauche ich noch. So. Genau, 5 Stück. Machen wir die gerade. Und dann bauen wir diese Säule des Sees. Die Anleitung haben wir dafür ja von Müsli da bekommen, weil die Innerstor ja nie umgesetzt wurde. Und dann würde ich die mal hier hinsetzen. Machen wir die hier mal hin. Mache ich die hier daneben? Machen wir die hier daneben. Okay. Ja, wie gesagt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was das bei den anderen Kandidaten war. So, niesen müssen. Also, was das bei den anderen Kandidaten war. Gab ja noch den aus Skauki und es gab die aus Rollen. Nicht Rollnitzer, aus Klonitzer. Ob das da wahrscheinlich auch eine Säule war, aber vermutlich dann nicht die des Sees, sondern von den anderen Gewerken halt. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. So, ich muss hier gerade mal gucken, was jetzt fehlt. Gewinnung, Brunnen. Wir haben keine Eimer mehr. Okay. Dann machen wir gerade mal ein paar Eimer. Wobei, ich würde da jetzt noch Fackeln um die Säule machen. Das machen wir gerade noch.
Leingarn, Leingewebe. Stöcke. Und Steine. Das machen wir noch. So. Okay. Passt. Müssen wir uns nachher mal angucken, wenn es dunkel ist. Aber jetzt gehen wir erstmal wegen Eimern gucken. Eimer für unsere Wasserleute. Wichtig und richtig, ne? Ich brauche, glaube ich, nochmal eine zweite Werkstatt, wenn ich mir das so angucke. Sind da eigentlich wieder zwei Leute beschäftigt? Noch eine zweite Werkstatt. Und eine Holzfällerhütte wahrscheinlich, ne? Wobei, da habe ich aktuell, habe ich eben noch nicht alle Holzfäller wieder da. Muss gerade mal bei der Werkstatt gucken, ob da wieder beide arbeiten. Oder ob da noch eine Person fehlt. Ne, da fehlt noch einer. Pakoslava fehlt noch. Ja, Pakoslava fehlt noch. Die ist aber noch Mutter, glaube ich. Pakoslava. Die ist noch Mutter, ja. Aber dürfte bald wieder frei sein. Die ist schon, also ich denke mal nächste Jahreszeit müsste die eigentlich wieder aktiv sein. Und dann muss ich mal gucken. Geht das an, wenn ich hier reingehe und es zu dunkel ist? Mann, es gab jetzt ein Update, wo was gemacht wurde, dass die haben wir schon Abend? Ah ne, 17 Uhr. Im Winter geht's früher an als im Sommer. Stimmt. Sommer ist, glaube ich, jetzt 19 Uhr. Frühling, Herbst 18 Uhr. Und im Winter ist es schon 17 Uhr, wo es angeht. Muss man sich jetzt ein bisschen umgewöhnen. Sonst hieß es ja, Licht geht an, Leute haben Feierabend. Dem ist jetzt nicht mehr so. Wobei ich glaube, das ist aktuell noch auf der Test, also auf der Testbranche, wo das nur ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon ein reguläres Update ist. Kann aber auch schon ein reguläres Update sein. Bin ich gerade etwas überfragt. Ja, finde ich aber gar nicht mal so verkehrt. Im Winter ist es ja früher dunkel, folglich macht es da Sinn, dass das Licht auch eher angeht. Auch wenn man jetzt eben, wie gesagt, nicht mehr damit das Zeichen hat, dass Feierabend ist. Was natürlich auch mal ganz nett war, ne? Yep. Brot ist so teuer, weil ihr Kuchen esst. Ihr sollt deswegen Kuchen essen. Wenn ihr euch das Brot nicht leisten könnt, esst halt Kuchen. So. Halbe Minute noch, dann haben wir es auch geschafft. Dann müsste ich nochmal gucken, wie die Einstellungen für die Holzfäller sind. Weil ich brauche Bretter. Oder ich müsste nochmal einen ganzen Schwung Bretter machen. Das wäre auch noch eine Alternative.
Aber so riesig viel Bretter können wir halt auch nicht immer machen. So. Dann bringen wir die Eimer mal ins Lager. Jawohl, jetzt ist Feierabend. Dann müssen wir nachher mal das neue Wahrzeichen da anschauen gehen. Eimer, so. Passt, da hat die Kupferachs, kann ich noch reintun. Die habe ich ja gefunden. Die Eisenhacke brauche ich gerade nicht. Das Säckchen brauche ich gerade nicht. Die tun wir auch mal weg. Ist auch noch mal einiges an Gewicht. Oh, ich habe noch Holzstämme dabei. Metflaschen. So. Die, ach so, das Roggenbier müssen wir noch abgeben. Das ist jetzt auch eine gute Zeit, Roggenbier abzugeben. Moment, wo haben wir die Quest? Bierzeit. Da ist die Quest. Entschuldigung. Da unten ist der. Ach, der ist im Haus. Hi, Emmerich. Oh, wir brauchen hier noch Licht. So, hier dein Bier. So ist recht. Prost und deine Belohnung. Prost, mein Freund. See you around. See you around. Hick. So. Ups. Okay, wir sind ein bisschen besoffen. Lorelei. In so anderthalbfacher Ausführung. So. Ist schon schön gemacht, dieser besoffen Status. Man kann auch nahezu nicht gerade auslaufen. Ja. Genau. Ganz genau das. Jetzt müssen wir nochmal, ich will unten das Wahrzeichen bei Licht sehen. Wir müssen nochmal hinkommen. So, jetzt läuft sie wieder. Ja, das ist immer so ein... Die Richtung ist eine sehr variable Geschichte hier. I'm the king of the world. Ja. Prinzipiell sieht das ganz, ganz gut aus. Ja. Habe ich einen Trinktrank zufällig dabei? Ich glaube nicht, ne? Nee, nur Nachtsichttrank und Met. Ja, Met ist vielleicht nicht gerade das, was wir jetzt brauchen. Achso, und ich wollte noch die Einstellungen angucken. So, hier machen wir mal das Fischfilet rein. Das Met. Da war X. Könnte ich mal den Haferbrei noch essen. Noch einen Schluck trinken. Und dann gehen wir mal nach Hause. Aber gefällt mir ganz gut mit den Fackeln um... Ups, Mahnmal. Oder nicht Mahnmal, um die Säule.
durchaus ganz schick. Don't tell me what to do. Ja, ja. Nee, nee. So, wir kommen langsam, aber sicher nach Hause. Ein Roggenbier und völlig blau. Das muss man auch erstmal schaffen. Achso, ich wollte die Einstellungen für die Dingshütten noch gucken, ne? Bevor ich das jetzt vollends vergesse. Holzschuppen. Stämme, Stöcke, Bretter macht ihr nämlich fast gar keine. Mach hier mal weniger Stöcke. Dafür mehr Bretter. So, und du hier genauso. Du machst eh schon keine Stöcke. Du kannst auch mal weniger Holzstämme. Und dafür mehr Bretter machen. Weil ich brauche Bretter. Bretter, Bretter, Bretter. Und ich muss es da noch mal gucken, dass wir genug Werkzeug haben, weil eine Werkzeugschmiedin fehlt mir aktuell. Entschuldigung. Ich hab's gerade nicht so mit der Richtungshaltung hier. Mit der Spurtreue, das war das Wort, was ich suchte. Da haben wir es gerade nicht ganz so. So, gehen wir mal schlafen. Und gute Nacht. Morgen sollte sie ja dann wieder nüchtern sein. So. Guten Morgen, mein Lieber. Ja, was beschäftigt dich? Ja, du willst rückwärts sprechen. Wie steht's um unser Königreich? Arbeiter brauchen mehr Werkzeuge. So, wegen Holzschalen könnte ich aber gerade mal noch gucken, dass wir da noch ein paar machen. Weil da werden wir mit Sicherheit auch noch welche brauchen. Ja, 5 haben wir. Dann machen wir gerade mal einen Schwung Holzschalen. Ja, 20, dann haben wir 100 Stück. Und da muss ich auch sonst nochmal gucken, was wir eventuell noch brauchen. Wie gesagt, wir haben aktuell nur noch eine Schmiedin, die Werkzeug herstellt. Das ist natürlich nicht wirklich viel, ne? So, machen wir gerade 20 Holzschalen. Knappe 40 Sekunden, das ist ja okay, ne? Denke ich. Und dann gucken wir eben, wie gesagt, auch nochmal, was wir sonst noch an Material oder Dingen brauchen. Müsst doch mal gucken, wie das aussieht mit unserer Fischerhütte 2, weil die will ich ja auch noch bauen. Aber die will ich halt in den See weiter ins Wasser reinbauen, nicht so nah am Ufer. Geht aber nur, ja, wenn ich den Steg da als Blaupause habe. Aber gucken wir mal. So, Holzschalen. Da haben wir erstmal wieder ein paar. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn sonst noch? Hämmer haben wir, Messer haben wir, Bronzesense, Sichel haben wir auch eine. Eimer bräuchten wir vielleicht noch mehr. Ein Säckchen haben wir. Eisenhacken haben wir, Eisenhämmer haben wir, Eisenmesser, Eisensense, Kupferaxt, haben wir Eisenäxte? Ja, Eisenäxte haben wir,
Fischbeere haben wir auch noch. Recurve-Bögen haben wir. Säckchen haben wir. Schurscheren fehlen. Wir brauchen Schurscheren. Sonst haben wir bald ein Problem mit den Schäfern. Das wollen wir natürlich auch nicht, ne? So, Eisenwerkzeuge, Eisenschurschere. Machen wir gerade mal ein Schwünkchen. Dass wir da mal vorgesorgt haben. Ja, du bist todmüde. Absolut todmüde. Ja, in der nächsten Jahreszeit werden wir dann noch wieder ordentlich Steuern zahlen müssen, ne? Aber ja, ich könnte mal gucken, dass ich ein paar von den Dingen noch verkaufe, die wir brauchen. Ein paar von den Dingen verkaufe, die wir nicht brauchen, so rum. Nicht die, die wir brauchen, also jetzt... Die Bronzebolzen könnte ich verkaufen, die Steinpfeile kann ich verkaufen, also Dinge. Fackeln, ich habe jetzt die Laterne. Ich weiß gar nicht, ob die Laterne auch abnutzt. Das müsste ich mir nachher mal angucken. Die Fackel, die hat sich ja abgenutzt mit der Zeit. Könnte bei der Laterne natürlich auch sein. Müssen wir nachher mal gucken. Aber erst machen wir hier unsere Schurscheren fertig. Bis dann, die zweite Schmiedin wieder da ist. Die erste war, glaube ich, schon Mutter oder ist schon Mutter. Und die zweite ist es jetzt halt geworden. Achso, und wir haben ja auch noch die Quests, ne? Die müssen wir ja auch noch machen. Braucht den Lavendelhonig. Dann brauchen wir eine Eisensense. Das ist, glaube ich, die letzte, die ich habe, oder? Aber macht nichts, wir haben noch Bronzesensen. Von dem her alles easy. So. Die vier Dinge, die da fehlen, könnten Schurscheren sein. Das gucken wir jetzt gleich. Ich packe die nämlich jetzt ins Lager und dann Schurschere. Oh doch, die Handlaterne nutzt sich ab. Okay. Genau. Dann wollte ich hier mal gucken. Die Bronzebolzen kann ich verkaufen. Die Fackeln können wir verkaufen. Die einfachen Säckchen kann ich mal einen Schwung von verkaufen. Die Axt und die Hacken natürlich nicht. Die Hämmer auch nicht. Die Messer schon zweimal nicht. Schaufeln, die Eisensense brauche ich für meine Dings. Oh, und Fackeln können wir verkaufen. Fischbeere natürlich nicht. Kupferbolzen können wir verkaufen. Die brauche ich nicht. Und die Recurve-Bögen hier können wir verkaufen. Und die Steinpfeile. Zwei Trinkschläuche kann ich verkaufen und die vergifteten Dinge können wir auch verkaufen. So, dann muss ich gerade mal gucken, was ich eigentlich noch für die Quests brauche. 6 Eimer. Sense haben wir. Lavendelhonig. Achso, und dann noch die 6 Eimer. Die Eimer machen wir, glaube ich, gerade. Wie
viel brauche ich denn? Werkstatt, Holzeimer. 2 Bretter. Das heißt, ich brauche 12 Bretter nur. Okay, dann kann ich einen Teil wieder zurücktun. Hoppala, das war die falsche. Ah. Da muss ich hin. Können wir 12 Bretter wieder wegtun. So, dann machen wir die 6 Eimer gerade. Und dann muss ich gleich mal gucken, was da noch fehlt. Guten Morgen, Bogusat. So, 6 Eimer. Und dann gucken wir gleich, welche 3 Sachen da noch fehlen. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wären die Schuhscheren, die überall ausgegangen sind. Aber offenbar nicht. Ganz offensichtlich nicht. Jetzt ist noch 2, die fehlen. Kriegen wir jetzt aber raus. Gewinnung ist schon mal nichts, der Näherei fehlt was. Wolgan. Ah, ich sehe schon, hier sind die Einstellungen auch nicht so gut. So, kümmer du dich mal um Wolgan. Ah, ich habe gar nicht geguckt, ob neue Tiere da sind, ne? Fällt mir da gerade so ein. Mach mal 50% Wolgan. So, und der Rest. Ja, eine Kugel reicht. Und dann können wir noch Pelzschuhe machen. So, wie sieht es bei der zweiten Näherei aus? Was machst du? Du machst Wolgarn, sehr gut. Wollstoff, Pelzschuhe, Pelzstiefel, das ist okay. Okay. So, dann haben wir, glaube ich, auch alles an Problemen beseitigt. Sind immer noch 2. Achso, und ich wollte wegen Tieren geguckt haben, genau. Nicht, dass wir da irgendein Tier jetzt nicht benennen, ne? Das geht ja mal gar nicht. Schafe, wir haben Lamm dazu gekriegt. Dann bist du der Sir Geller. Ich glaube, so schreibt, weiß nicht, ob er sich genau so schreibt, aber egal. Ziegen, wir haben 2 Zicklein, sehr gut. Achso, ich wollte auch noch eine Kuh kaufen, ne? Zicklein. Du bist dann die Luisa. Und du heißt einfach Hanne. So. Genau, für die Jasmin wollte ich noch einen Stier kaufen. Okay, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich sage jetzt nämlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann mit Stinker, der hat sich eben so beschwert, losreiten, ne? In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.